Mein Cut-Clue für euch heute ist der Model Editor. Ihr habt alle schon mal ein Situ-Modell auf dem Tisch gehabt, bei dem ihr gedacht habt, Mensch, das sind so schöne Zähne, die hätte ich gerne als Bibliothekszahn. Und das ist gar nicht so schwierig, so einen Bibliothekszahn selber anzulegen. Das geschieht über dieses kleine Onboard-Programm, den Model Editor. Der liegt in der Ceramel-Software, in dem Ordner Model Editor, und da befindet sich die Tools Model Editor Exe. Die öffnet ihr bitte, um in das Programm hineinzukommen. Ihr scannt den Zahn ganz normal ein. Der Scan sollte unten offen sein und wird dann hier in das Programm reingeladen. Im ersten Schritt werden hier die Achsen ausgerichtet, entsprechend den Pfeilen. Und im zweiten Schritt werden dann noch bestimmte Bereiche markiert, damit der Zahn später veränderbar ist, wie ihr das von den Bibliotheksszenen kennt. Und ihr müsst hier eben schauen, ob das ein Front- oder ein Seitenzahn werden soll. Hier haben wir zum Beispiel die Ridge, die Leisten. Das zeige ich hier mal an. Da werden diese Bereiche einfach markiert. Wenn wir damit fertig sind, wird der Zahn abgespeichert als EOF-Datei. Und ihr sucht euch auf eurem PC einen Speicherort dafür aus und gebt dem einen Namen. Dann habt ihr den später zur Verfügung in eurer Konstruktion. Zunächst werden ja die voreingestellten Bibliothekszähne geladen und ihr geht über den Expertenmodus, Rechtsmausklick in den Hintergrund, benutzerdefinierten Modellzahn laden, habt ihr dann hier unten den Button aus Datei laden, dann geht ihr auf euren Speicherort und holt euch euren eigenen Bibliothekszahn. Wenn der ausgerichtet ist und an die Präparationsgrenze angepasst ist, dann ist der bewegbar und veränderbar, wie ihr das von anderen Bibliotheksszenen auch kennt. Also, viel Spaß beim Ausprobieren damit!